Moin, hallo und herzlich willkommen zu Planet Explorers, das sich derzeit noch in einer Alpha-Phase befindet. Machen wir es kurz. Wer Lego-Scheiße findet, sollte sich das Spiel nicht holen. Was? Ja, kurz und prägnant alle Informationen zusammen. Ist das jetzt dein Ernst? Ach nee, hast ja recht. Ja, puh, meine ich doch. Wenn man Lego gut findet, aber keine Lust hat, alle Bausteine erst sammeln zu müssen, dann holt man es sich auch nicht. Ja komm, jetzt mach aber mal einen Punkt, ne? Hab ich doch. Gleich zwei Punkte. Wichtige Punkte. Oh Mann. Ja, nochmal neu. Planet Explorers ist derzeit noch in der Alpha-Version, aber dafür schon sehr weit fortgeschritten. Es ist vom Stil her ähnlich wie EverQuest Next Landmark und bietet weitestgehend das Minecraft-Spielprinzip, aber mit deutlich anderer Optik. Ja, hübsches Lego. Hübsches Lego, ja. Ach, wie auch immer. Planet Explorers bietet drei verschiedene Spielmodi. Story, Adventure und den Building-Modus. Im Story-Modus bekommt man eine Hintergrundgeschichte, man kann sich mit verschiedenen Menschen auseinandersetzen und versuchen, eine funktionierende Gesellschaft wieder aufzubauen. Dafür muss man Aufgaben erfüllen. Unglaublich tiefgründigen Scheiß. Hol mir 10 Dinger von dem Zeug, töte 5 Viecher, eskortiere mich durch diesen Bereich und beschütze mich vor gefährlichen Tierchen. Ja, okay. Dir gefallen die Aufgaben nicht, schon klar. Dazu muss man sagen, dass wir bisher nur einen Teil der Aufgaben überhaupt gesehen haben. Ja, und wer ist schuld? Das Spiel selbst, weil es kein verdammtes Zinn gibt. Ja, zur Erklärung, in einer Quest muss man verschiedene Erze finden. Eins davon ist Zinn. Leider scheint Zinn als Erz allerdings sehr, sehr selten zu sein. Ich hatte tausende von Eisenbrocken, so viel Stein, dass ich mich wundere, dass ich überhaupt noch laufen konnte. Aber kein einziges Zinnerz. Nicht eins. Und ich brauchte 5 davon. Planet Explorers nimmt im Gegensatz zu beispielsweise EverQuest Next Landmark den klassischen Ansatz für Erzvorkommen, wie in Minecraft. Erze liegen unterhalb der Erde und ragen nicht überall aus dem Boden heraus. Man muss die Erze finden und nach ihnen buddeln. Ja, total bescheuert. Bei Aufgaben schon, ja. Wenn ich unbedingt eine Sache brauche, sie aber nicht finden kann und auch keine Ahnung habe, wo ich sie überhaupt herbekomme, dann kann das schon ganz schön frustrierend sein. Allerdings befindet sich das Ganze ja noch in der Entwicklung. In vorherigen Versionen, also in vorherigen Spielversionen, habe ich beispielsweise Kupfer und Zinn viel besser finden können als jetzt. Es könnte allerdings sein, dass es in dieser Version hier einfach ein Problem mit der Textur von eben Kupfer und Zinn gibt, die einfach nicht angezeigt werden. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Im Moment ist allerdings meiner Meinung nach der Story-Modus genau wegen dieser Probleme, einmal wegen den Quests und einmal wegen den schwierig zu findenden Erzen, der momentan schwächste der drei Spielmodi. Ja, bleibt aber zum Glück noch das Adventure ohne Ziel und der Baumodus, der auch im Grunde nur ein großer Spielzeugkasten für die ist, die sich einfach nicht trauen, mit Lego zu spielen, weil sie schon zu alt sind. Oh Mann, du läufst ja jetzt schon wieder zu Hochform auf, was? Na aber, und ich bin doch lange nicht fertig. Wem die Eier fehlen, echtes Lego zu spielen, der kann eben dieses Minecraft-Gedöns zocken. Mann, du spinnst doch. Hast du eigentlich eine Ahnung, was Lego überhaupt kostet? Nein, ich spiele das nicht. Ah, und hast dir da stattdessen Planet Explorers gespielt? Ich verstehe. Wie auch immer. Adventure ist tatsächlich klassisches Minecraft-Sandbox-Spiel. Du kannst selbst herumlaufen und machen, was du willst, ohne Vorgaben. Hier umgehen die Entwickler das Problem mit fehlenden Ressourcen. Naja, ich hätte jetzt fast elegant gesagt. Aber eigentlich hast du plump gemeint. Die Entwickler haben einen Shop eingebaut. Da kannst du dir mit der Spielwährung alle Ressourcen einfach einkaufen. Ja, genau. Und was ist die Spielwährung? Fleisch! Ja. Für Vegetarier vielleicht nicht unbedingt das Schönste. Was? Vegetarier, Leute, die bewusst auf den Konsum von Fleisch verzichten. Und von tierischen Produkten im Allgemeinen. In einem Videospiel? Willst du mich verarschen? Naja, ich meine ja nur... Unsinn! Wie auch immer, du kannst jedenfalls alles verkaufen. Im Grunde alles zu Fleisch machen. Und dann damit wiederum das einkaufen, was du eigentlich haben möchtest. Das ist zwar nicht elegant, aber es funktioniert hier in der Beta. Später für das finale Release sollten die Macher dieses System aber grundsätzlich nochmal überarbeiten.
Und sonst so? Ja, sonst so bekommst du im Adventure-Modus im Moment alle Baupläne direkt zu Beginn einfach zur Verfügung gestellt. Du musst dir die nicht erst freischalten. Wer darüber hinaus dann auch noch alle Ressourcen im Überfluss haben möchte, um der Kreativität freien Lauf zu lassen, der kann sich im Building-Modus dann komplett austoben. Damit sind wir dann auch schon beim großen Lego-Kasten für die ganz großen Kinder. Ja, ja. Der Hauptunterschied ist natürlich, dass du viel Zeug zum Verbasteln bekommst. Und damit kannst du in Planet Explorers tatsächlich richtig was anstellen. Zum einen kannst du zum Beispiel Häuser bauen. Ja komm, wie in jedem anderen Sandbox-Spiel auch. Meistens sieht's dann bei dir aus wie eine Höhle, was eigentlich für dich jetzt überraschend geschmackvoll ist, wie ich finde. Ja, ja. Häuser sind jetzt tatsächlich nicht unbedingt was Besonderes. Planet Explorers bietet darüber hinaus allerdings auch noch das sogenannte Creation-System und das ist ziemlich cool. Da kannst du unter anderem Autos in verschiedenen Größen, aber auch Hubschrauber bauen. Oder auch Waffen, also Schwerter, Schilde und auch Schusswaffen, die sich im Spiel dann auch wirklich einsetzen lassen. Natürlich kannst du hier auch Objekte bauen, die du dann in deinem Haus einsetzen kannst. Oder du baust dir direkt die Einzelteile für ein Haus zusammen, die du dann im Spiel einfach zusammensetzt. Das Creation-System an sich ist schon ziemlich cool und bietet viel spielerische Freiheit. Leider kann man damit aber derzeit noch keine spezielle Kleidung herstellen. Vielleicht kommt das allerdings dann später in weiteren Versionen dann noch dazu. Du willst also gerne nähen und stricken? Ja, du hast da keine Lust drauf? Würde ich sonst fragen? Ja, ansonsten gibt es noch zu sagen, dass es in diesem Titel die unterschiedlichsten außerirdischen Kreaturen gibt. 6 Beine haben sich anscheinend als dominantes Merkmal irgendwie durchgesetzt, aber sonst sind die Viecher unglaublich unterschiedlich. Und es gibt darüber hinaus eine humanoid wirkende Spezies, die anscheinend auch in der Lage ist, Werkzeuge zu nutzen. Beziehungsweise keine Werkzeuge, sondern Waffen, aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Hier bin ich gespannt, wie diese neue Spezies, beziehungsweise wie diese besondere Spezies später in den Story-Modus eingebaut wird. Beenden wir das Ganze vielleicht noch mit einem Tipp zum Abschluss. Wenn man in eine Situation kommt, in der man beispielsweise nicht mit NPCs interagieren oder nicht mehr an der Stelle abbauen kann, wo man eigentlich abbauen möchte, dann kann man 2-mal die F-Taste drücken. Dadurch wird der Interaktionsbereich praktisch wieder zurückgesetzt. Denn der verschiebt sich im Spiel ganz gerne mal. Ich weiß auch gar nicht warum, aber mit der F-Taste, wenn ihr die 2-mal drückt, kriegt ihr das Ganze wieder zurückgesetzt. Aber wer sich das Spiel holt, sollte außerdem dran denken, dass es ein dummer Alpha-Titel ist. Und wenn die Macher bankrott gehen, dann hat man keinen Anspruch auf ein finales Spiel. Ja, im Grundsatz richtig, aber im Moment geht es den Entwicklern anscheinend recht gut. Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne und wo sie ja jetzt auch auf Steam gelistet sind und alles. Eine Bankrotterklärung in naher Zukunft würde mich sehr wundern. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Wenn man sich das Spiel jetzt schon holt in der Entwicklungsversion, dann hat man keinen rechtlichen Anspruch darauf, dann auch tatsächlich eine finale, wirklich final existierende Version zu bekommen, sondern man bekommt im Grunde nur das, was es jetzt gibt und dann alles, was im weiteren Verlauf noch an weiteren Entwicklungsversionen veröffentlicht wird, bis dann hin zum finalen Release, wenn er dann irgendwann erscheint. Ja, ja. Ja, ja, wie auch immer. Das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, und bis zum finalen Release wird wohl auch noch einige Zeit verstreichen. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sind jetzt erstmal wieder raus, darum macht's gut und tschüss!